Dr. Dietmar Takt, Videokolumne Nummer 16, April 2021. Giacomo Puccini, Tosca. Erster Akt, vierter Takt vor Ziffer 5. Tosca, ein Dauerbrenner im Repertoire der Deutschen Oper Berlin, seit 1969 in der Inszenierung von Boleslav Barlock hier im Repertoire. Und in dieser ersten Szene direkt zu Beginn hat man am Anfang diese drei wuchtigen Fortissimo, dreifaches Fortissimo, Scarpia-Akkorde, B-Dur, As-Dur, E-Dur. Und dann beginnt das Fluchtmotiv Angelotti, der politische Gefangene, der aus der Engelsburg entkommen ist, auf der Flucht vor dem Polizeichef Scarpia, flüchtet sich in die Kirche St. Andrea della Valle und sucht dort Hilfe, die er dann dort auch findet. Er hat dort in der Kapelle seiner Familie durch seine Schwester versteckt, Kleidung zum Wechseln, und er sucht diesen Schlüssel für diese Kapelle. Die ganze Szene beruhigt sich dann, das Fluchtmotiv kommt immer wieder und ganz am Ende kommen diese drei Scarpia-Akkorde noch einmal. Man hört diese Streicherlinie hier. Dann im absoluten Pianissimo E-Dur. Und dieser E-Dur-Akkord ist hochinteressant instrumentiert. Entgegen der Konvention, wo man versucht, möglichst Klänge durch die Kombination, Überlappung oder Überkreuzung verschiedener Instrumentalfarben auch homogen und rund zu gestalten, haben wir hier Streicher, aber nur tiefe Streicher, Kontrabass und Celli in der ganz tiefen Lage und daneben einige Holzbläser in der ganz tiefen Lage, nämlich Kontrafagott, Fagott und Bassklarinette. Und dann eine riesen Lücke, ganz, ganz unüblich, in der Mitte des Klangraums zwischen dem kleinen E und dem zweigestrichenen E. Und dann nur hier oben die Oboe auf dem zweigestrichenen E, darüber die beiden Klarinetten, dann darüber die beiden Flöten in sehr hoher Lage und ganz ungewöhnlich das Piccolo hier unisono und eben nicht im Oktavabstand darüber gesetzt, unisono mit der ersten Flöte, die aber eben auch schon sehr hoch spielt. Für das Piccolo ist das ja mehr so die Schmalz- und Butterlage dort oben. Und man hat in der Mitte diesen riesen Lücke im Klangraum, was dann eben auch einen sehr ungewöhnlichen, sehr eigenen Orchesterklang erzeugt, zwischen den sehr tiefen und sehr hohen, zwar im Pianissimo gespielten, aber einfach doch durch die Lage eher angespannten und ein bisschen energetisch nervös klingenden Holzbläser-Töne, die noch dazu, dadurch, dass die einzelnen Instrumentengruppen eben nicht miteinander verschränkt sind, sondern ja hier schön fein säuberlich geschichtet sind. Oboe, dann derselbe Ton, nochmal eine Überlappung, die beiden Klarinetten, dann aber darüber erst die Flöten und Piccolo dazu, eine sehr eigene, ungewöhnliche Klanglichkeit erzeugt. Ich spiele das einmal noch vor. Und das ist natürlich dramaturgisch gedacht. Angelotti scheint gerettet zu sein, er scheint Zuflucht gefunden zu haben in dieser Familienkapelle, aber im Hintergrund hört man, wenngleich immer nur noch leise und ja, so ein bisschen ja, drohend den Scarpia-Klang, hört man eben immer noch die Bedrohung durch den Polizeichef Scarpia. Und wenn Sie noch Fragen haben sollten, schreiben Sie mir takt@deutscheoperberlin.de.